Hallo, meine Erwartungshaltung an eine gute Zoom-Online-Vorlesung war, die Studierenden schauen sich vorher die Materialien an und wir haben dann genügend Zeit, um im Detail Fragen gegenseitig zu fragen und zu beantworten. Hier sehen Sie einige Beispiele meiner letzten Vorlesung. Wir machen das jetzt wie folgt. Ich gehe mal die Fragen durch und ich bitte Sie, Sie können antworten. Sie können es entweder indem Sie den Ton einschalten oder indem Sie auf den Zoom Gruppenchat schreiben. Bevor ich jetzt loslege mit meinen Fragen, würde ich Sie gerne ermuntern, wenn Sie konkret Fragen an mich haben und auch an die ganze Gruppe, dann kann ich Sie freischalten. Dazu müssten Sie einmal die Hand heben, wer auch immer das möchte. Und ich gucke mal, ob jemand eine konkrete Frage hat, was den Ablauf angeht und so weiter und so fort, bevor wir Ihnen die inhaltlichen Fragen kommen. Bevor ich jetzt loslege mit den Fragen, die ich ja gepostet habe, gibt es irgendwelche Dinge, die wir jetzt besprechen sollten, wo Sie konkret selber Fragen haben, entweder per Chat oder auch gerne per Mikro, wäre jetzt die Zeit. Okay, scheint nicht der Fall zu sein. Wenn Sie wollen, gerade bei so wenigen, wiederhole ich immer, es ist auch sehr angenehm, wenn Sie sich entweder sogar mit Gesicht zeigen oder auch Sprache mit Mikrofon zeigen. Sonst machen wir es mit Chat. Ja, und das Resümee der letzten Vorlesung mit seinen Fragerunden war doch sehr ernüchternd und frustrierend für uns Lehrende. Denn ich rede gegen eine schwarze Wand, die Mikrofone sind ausgeschaltet, die Kameras sind ausgeschaltet, ab und zu kommt eine Chatfrage und wir müssen ins Leere reden. Ich hoffe, dass sich das im nächsten Semester ändert. Ich freue mich, dass das nächste Semester wieder online stattfindet, weil es für mich eine sehr starke Erleichterung war. Ich fahre sonst eine Stunde je Richtung und ich habe nicht mehr das Problem, dass ich mich zwischen Leben, Schlafen und Uni entscheiden muss. Ich kann jetzt mehr als zwei Dinge davon machen. Man hat ja noch Zeit, man hat ja alles als Video und muss nicht in die Vorlesung gehen. Aber es ging nach einer Zeit, dann hat man auch gemerkt, okay, man muss ein bisschen was nachholen und man sollte es nicht zu sehr aufschieben. Einfach dieses nicht in der Uni sein hat mir schon gefehlt, weil man dann ja doch irgendwie mit seinen Leuten zusammen ist und ein bisschen aktiver einfach arbeitet. Aber auf der anderen Seite fand ich es sehr, sehr cool, dass man problemlos Vorlesungen hören konnte, die sonst parallel stattgefunden hätten. Also meine beiden Wahlpflichtmodule lagen eigentlich parallel. Und was soll ich sagen? Ich habe es geschafft, beide irgendwie zu bestehen. Und das, obwohl sie ja eigentlich parallel lagen. Aber ansonsten hat mir auch sehr der persönliche Kontakt gefehlt. So dieses in der Uni sein, da kann man sich, also ich mich zumindest deutlich besser konzentrieren. Nachdem ich mir dann aber einen Lernplatz geschaffen habe, wo wirklich alles ganz steril ist, also keine Ablenkung, wirklich gar nichts, und mich dann auch wirklich gezwungen habe, da sitzen zu bleiben und mir die Vorlesung anzugucken bis zum Schluss und nicht nach einer Viertelstunde vielleicht auch schon mal aufzuhören und dann eine halbe Stunde später weiterzugucken, lief es auch ganz gut. Also das heißt, das virtuelle Semester verlangt von euch sehr viel Selbstdisziplin ab. Ich habe mir vor dem Semester einen Wochenplan gemacht, tatsächlich mit in dem Zeitslot lerne ich dieses Modul, in diesem Zeitslot jenes Modul, wo auch so Dinge drin berücksichtigt waren, wie wann lädt welcher Prof welche Materialien hoch, bis wann sind welche Abgaben. Sucht euch Gruppen, mit denen ihr zusammen lernt und oder vielleicht auch eure Freizeit verbringt. Also so, es gibt ja Dinge, die funktionieren ganz gut übers Internet. Zocken zählt dazu. Ich denke, das ist in unserem Studiengang ein
allgemein verbreitetes Problem, dass das viele Leute gerne machen. Aber das ist natürlich im virtuellen Semester ein bisschen schwierig, das zu machen. Wie könnte man es da schaffen? Ich würde sagen, es gibt ausreichend WhatsApp- und Discord-Gruppen und wenn man in den Orientierungsveranstaltungen ist, habe ich gehört, wird man auch mit Links zugespammt. Einfach mal in alle Gruppen reingehen und dann die Leute raussuchen, die einem am sympathischsten sind. Und wenn man keine Menschen mag, einfach irgendjemanden nehmen. Okay. Es ist momentan ja sehr schwierig durch Corona, da ihr euch nicht treffen könnt, aber wir als Tutoren wissen das auch und werden versuchen, vor allem in den ersten Wochen euch Angebote zu schaffen, wo ihr euch ein bisschen kennenlernen könnt. Und ich würde das wirklich jedem ans Herz legen, die wirklich wahrzunehmen und vor allem in den ersten 2 Wochen, wo der Stoff und die Vorlesung erstmal sehr langsam beginnen, da wirklich die Zeit zu nutzen und sich einfach mal umzuhören, wer braucht denn auch einen Übungspartner, wer kommt zum Beispiel aus eurer Stadt, wen kennt ihr schon oder auch einfach, wer sieht euch sympathisch aus, weil die Leute haben alle das Problem, dass sie jetzt andere Leute nicht kennen und dringend nach Leuten suchen, mit denen sie lernen können oder Hausaufgaben machen können oder auch ihre Freizeit verbringen können. Also traut euch ruhig, schreibt irgendjemanden an, der euch sympathisch sieht und nutzt einfach die Angebote, die wir euch bereitstellen. Jetzt habt ihr schon so viele Systeme erwähnt. So, die Studierenden kommen von der Schule, kennen sich gar nicht aus in der Systemlandschaft. Wie schaffen sie es, einen Durchblick zu bekommen? Wo sollten sie eintreten? Jetzt wurde schon erwähnt, in den Orientierungsveranstaltungen sind sehr viele WhatsApp-Gruppen, die gestartet werden. Da auf jeden Fall. Wo noch? Wo sollte man noch mit dabei sein? Welche Systeme sollte man nutzen? Was ist empfehlenswert? Ich finde insbesondere den Discord-Server schön, weil wir pro Modul, das in einem Semester vorgesehen ist, auch einen eigenen Kanal haben, also einen eigenen Channel haben, wo wir uns thematisch nur mit diesem Modul befassen. Das heißt, es gibt einen Channel, wo alle Fragen zu Mathe A drin sind oder auch einfach so Dinge wie, boah, die Aufgabe ist voll scheiße, überspringt ihr die auch einfach? Oder was hat sie jetzt damit gemeint? Kommt in meinem Kopf gar nicht an, kann mir mal einer helfen? Mir hat der Discord-Channel auch sehr viel geholfen. Da gibt es eigentlich auch fast immer irgendwelche Links, also zu dem Channel, also generell, also den Discord-Kanal. Über OLAD gibt es auch ein Forum. Da sind ganz oft halt auch die Hiwis tätig gewesen oder die Professoren selbst. Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, ob nächstes Semester virtuell oder physisch ist, was würdet ihr sagen? Virtuell, physisch, Kombination? Ich bin eigentlich ein sehr großer Fan davon, das generell physisch zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da bei Julian. Die Vorlesungen sind digital sehr angenehm. Gerade weil man auch, wenn man mal, wenn das jetzt eine Live-Vorlesung ist und man hat eventuell verschlafen, die wenigsten wohnen so nah an der Uni dran, dass sie es innerhalb von 5 Minuten aus dem Bett zur Uni schaffen. Und wenn das jetzt aber online ist, dann kann man ganz einfach sich über Zoom oder über die jeweilige Plattform da einklinken und dann vielleicht auch beim Zähneputzen oder noch im Bett sogar die Vorlesung schauen. Also bei den Vorlesungen finde ich das super, weil man die sich nochmal anhören kann. Aber bei den Übungen wäre es schon schön, die Leute zu sehen. Gerade wenn man einen Übungspartner hat und den nie sieht, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Also wenn ich das mal zusammenfasse, ist diese soziale Komponente schon sehr wichtig. Ihr vermisst das auch. Wartet ihr sofort bereit, um virtuell studieren zu können? Hattet ihr das nötige Equipment? Hat euch was gefehlt? Was brauchen die Erstsemester, damit sie wirklich sofort ins virtuelle Semester starten können? Also wichtig ist auf jeden Fall, dass man ein Headset hat, wo man die Leute gut verstehen kann, aber wo man auch selber sehr gut verstanden wird, es nicht ständig rauscht, weil das ist häufig dann sehr lästig, wenn man sich dann auch nicht mutet und dann hat man immer so ein Hintergrundrauschen. Wichtig ist auch eine Kamera, die ist zwar nicht zwingend notwendig, aber es ist immer gut, wenn man dann zum Beispiel mit seiner Übungsgruppe dann zusammen lernt oder die Hausaufgaben bespricht, ist es immer nett, wenn man halt eine Kamera hat. Weil es allen hilft, also man auf der einen Seite, wenn man in so einer Übung mit 5 bis 15 Leuten sitzt, ist es sehr schön, alle anderen zu sehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr schön, wenn man selbst gesehen wird. Dann kann man sich nämlich zum Beispiel einfach mal so melden, dann sieht das auch jeder. Oder man kann so schöne Emotionen wie sowas machen, da freuen sich auch alle. Und man muss dann nicht zwingend das Mikrofon dafür einschalten. Und habt ihr denn noch einen
ganz persönlichen Tipp für die Erstsemester, für irgendeine Vorlesung, die euch leicht, schwer fiel im Nachhinein, die ihr vielleicht anders geregelt hättet, organisiert hättet, gelernt hättet? Ich würde im ersten Semester niemals empfehlen, etwas zu schieben. Bei allen, bei denen ich das mitbekommen habe, ist das nach hinten losgegangen. Weil es persönlich, also mir persönlich hilft es immer, mindestens mir im ersten Prüfungszeitraum die Klausurstruktur des jeweiligen Dozenten angucken zu können. Wenn neues Material kommt, das dann auch tatsächlich angucken und verarbeiten. Was mich tatsächlich so ein bisschen gerettet hat, letztes Semester waren die Übungsgruppen und Hausaufgaben tatsächlich, weil die haben halt Deadlines und feste Termine, wo man machen muss und da sein muss. Das kann man nicht prokrastinieren. Auf jeden Fall am Anfang mir überhaupt eine Struktur überlegen und nicht wieder erst nach einem Monat oder nach anderthalb Monaten. Guckt euch in Mathe A an, wie ein Beweis funktioniert und lernt einfach, ja, im Zweifel auch auswendig, welcher Struktur ein Beweis folgt. Das braucht ihr nicht nur in Mathe A, das wird auch hinterher noch für alle anderen theoretischen Module sehr wichtig bleiben. Mein persönlicher Endgegner waren auch eindeutig die Beweise. Und wie schon gesagt, mir fiel sehr schwer, das zu akzeptieren. Nachdem ich das dann, also ich habe die Klausurzulassung Mathe A im ersten Semester nicht geschafft zu bekommen, nachdem das in den Sand gesetzt war, habe ich mich sehr schlecht gefühlt anfangs, habe dadurch aber mehr Zeit für die anderen Module gehabt und ich habe mich wirklich nicht so gut gefühlt. Im zweiten Semester habe ich dann endlich verstanden, wie man beweist und habe dann im dritten Semester Mathe A nochmal angegangen und es war so viel entspannter, einfach sich selbst nicht diesen Druck zu machen. Ja, also dass man sich einfach auch die Zeit geben sollte und jeder hat so seinen persönlichen Endgegner im Studium irgendwo, den besiegt man auch, wenn man es möchte. Was könnt ihr denn für einen Tipp geben? Eigentlich muss man ja offen sein, oder? Und Gruppen beitreten, Kommunikation suchen. Wie kann man das fördern? Oder was gibt es da für Möglichkeiten am Institut? Es gibt einmal im Monat den mittlerweile digital stattfindenden Spieleabend der Fachschaft. Da hilft es auf jeden Fall, selbst wenn man nicht sich traut, auf Leute zuzugehen. Aber wenn man da einfach quasi dran teilnimmt, dann wird man oft selber schon angesprochen. Einfach mal sagen, wenn was ist. Die meisten Professoren sind entspannter als Lehrer in meiner Erfahrung und die Hiwis sowieso. Einfach mit den Leuten reden. Wenn ich das gemacht habe, ist noch nie was Schlimmes dabei passiert. Mit den Profs oder den Übungsgruppenleitern muss man so oder so kommunizieren. Da kann man im Zweifel auch mal sowas fallen lassen wie, ich bin schüchtern, aber ich hätte ganz gerne doch irgendwie einen Übungsgruppenpartner. Die Übungsgruppenleiter haben meistens einen Überblick darüber, wer sonst noch einen Abgabepartner braucht. Und wenn die ganz, ganz böse sind, dann stecken sie auch einfach zwei dann böse zusammen oder ganz nett. Also ich habe gelernt, man kann mit allen Leuten reden und früher oder später wird man sowieso von allen geduzt. Also weigert euch dann nicht zu sehr gegen, ärgert euch nicht drüber. Das ist keine Form von Respektlosigkeit, sondern einfach so üblich.